Heute ist der letzte Sonntag vom April. Das heißt, es gibt wieder meine Neuerscheinungen für den Mai. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Für den Mai habe ich mir ganze 14 Bücher rausgesucht, die erscheinen. Es sind sehr, sehr viele Fortsetzungen, die rauskommen. Dazu werde ich nichts weiter sagen, weil zum einen habe ich die Bücher teilweise selber noch nicht gelesen und zum anderen sind es Fortsetzungen. Ich möchte niemanden spoilern, deswegen, ihr wisst Bescheid. Fangen wir allerdings mit dem ersten Buch an, was am 2. Mai endlich erscheint, auf das ich schon so lange warte. Denn dieses Buch sollte ursprünglich letztes Jahr im August schon rauskommen. Und zwar rede ich von Fire and You von Jaylin, also das Synonym für Frau Armentrout. Und dieses Buch ist der letzte Teil der Wait For You-Reihe und ich bin ein bisschen traurig, dass es der letzte Band ist, dass da nicht noch was kommt. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass die Geschichte von Katie noch kommt, aber es ist wohl offiziell der letzte Teil dieser Reihe und er erscheint am 2. Mai. Ich würde euch auch hier nochmal ganz kurz vorlesen, worum es in diesem Buch genau geht. Ihr wisst, ich kann mir nicht immer alles merken, deswegen spicke ich mit dem Handy. Jillian und Brock sind beste Freunde. Trotzdem gibt es etwas, das Jillian Brock niemals verraten würde. Ihre wahren Gefühle für ihn. Sie weiß genau, dass sie bei ihm als Frau keine Chance hat. Außerdem würde ihr überängstlicher Vater mehr als reine Freundschaft ohnehin nicht erlauben. Er wollte sie erst nicht einmal alleine ans College gehen lassen. Doch auch wenn es ihr schwerfällt, sich von ihrem besten Freund zu trennen, will sie dort endlich ein neues Leben beginnen. Ohne Brock und ihre unerwiderte Liebe. Was Jillian allerdings nicht ahnt, Brock hat nicht vor, sie so einfach gehen zu lassen. Oh, ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll und ich freue mich schon so wahnsinnig auf dieses Buch. Das heißt, ich werde am 2. Mai in die Buchhandlung rennen und mir das Buch kaufen. Am 1. Mai kann ich nicht gehen, da die Buchhandlung dazu hat, aber vielleicht haben sie es ja den Samstag vorher schon da. Da gehe ich sowieso in die Stadt, weil da sind die Mädels da. Das heißt, jetzt gerade sind die Mädels da, wo dieses Video ja online geht. Und ja, vielleicht habe ich das Buch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, sogar schon. Oh mein Gott! Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf dieses Buch. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das zweite Buch, was ebenfalls noch am 2. Mai erscheint, ist der dritte Teil von Paper Princess. Ich habe diese Bücher noch nicht gelesen. Ich werde sie mir aber definitiv von meiner Arbeitskollegin ausborgen. Die hat die sich gekauft und die wird sich auch den dritten Teil kaufen. Das heißt, ich werde sie dann definitiv irgendwann einmal lesen. Ich weiß nicht wann, aber der dritte Teil erscheint definitiv am 2. Mai. Dann erscheint am 9. Mai, das ist das einzige Buch, was am 9. Mai erscheint, was ich mir rausgesucht habe, der zweite Teil von The Cage. Und ich habe letztes Jahr den ersten Teil von The Cage gelesen und ich muss sagen, dass ich dieses Buch semi-gut fand. Also es war eine nette Geschichte, aber mir waren hier einfach zu viele Sachen in der Geschichte, die für mich nicht gepasst haben und die für mich nicht gestimmt haben. Ich habe das Buch jetzt einer Freundin verschenkt, mal gucken, wie es ihr gefällt. Vielleicht sagt ihr das ja mehr zu, aber falls es jemanden da draußen gibt, der diese Reihe gerne weiterlesen möchte, am 9. Mai erscheint der zweite Teil. Das vierte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, erscheint am 15. Mai und ist der erste Teil der Wellington-Saga. Er heißt Verführt. Das ist wieder mal ein erotischer Liebesroman. Ich weiß, ich hatte gesagt, ich möchte eigentlich mehr von den erotischen wegkommen, aber irgendwie reizt es mich ja dann doch immer mal, ne, nochmal da reinzulesen, weil ich immer noch hoffe, dass es einen gibt, der mir so richtig gut gefällt. Auf jeden Fall lese ich euch mal ganz kurz vor, worum es in den ersten Teil der Wellington-Saga geht. Champagner und Jet-Set interessieren die junge und kluge Tierärztin Georgia nicht. Daher stimmt sie wenig begeistert zu, ihren besten Freund zu einem der glamourösen Reitturniere in Wellington, Florida zu begleiten. Ausgerechnet Alejandro, der unglaublich attraktive älteste Sohn des mächtigen Del Campo-Clans, wirft dort ein Auge auf sie und zieht sie wie ein Sturm in seine Welt, in die Georgia so gar nicht reinzupassen scheint. Doch er ist kein Mann, der ein Nein akzeptiert. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Ich kann euch auch schon verraten, dass ich dieses Buch definitiv lesen werde. Ich habe es nämlich über einen Verlag angefragt und zugesagt bekommen. Das heißt, ich werde euch im Mai auf jeden Fall berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. Und da war es wieder das übliche Problem mit dem Akku. Naja, Gott sei Dank habe ich einen zweiten Akku, dass ich jetzt wechseln kann. Machen wir mit den nächsten Büchern weiter. Diese Bücher erscheinen alle nach dem 20. Mai. Es sind verdammt viele Bücher, die nach dem 20. Mai erscheinen. Wir sind jetzt aktuell beim 22. Mai und das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Stormheart, die Rebellin von Cora Carmack. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von ihren New Adult Büchern, also von der It-Reihe und auch der Forever in Love-Reihe. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Jugendbuch von ihr ist. Es ist eine High-Fantasy-Geschichte und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Blicke dem Sturm in die Seele und finde dein Herz. Von der jungen Königstochter Aurora wird erwartet, dass sie ihre besonderen Fähigkeiten nutzt, um ihr Volk vor den zerstörerischen Stürmen zu schützen. Was keiner weiß, noch hat Aurora ihre Fähigkeiten nicht. Um ihr Geheimnis zu wahren, scheint eine arrangierte Heirat der einzige Ausweg. Doch bevor es dazu kommt, flieht sie aus dem Palast und schließt sich einer Gruppe von Sturmjägern an.
Während sie eine ganz besondere Verbindung zu Sturm findet, läuft sie Gefahr, ihr Herz zu verlieren. Ein opulenter Auftakt der Stormheart-Trilogie mit einem spannenden Kampf gegen Naturgewalten. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich habe mir dieses Buch auf jeden Fall mit auf die Wunschliste gehauen und möchte es auf jeden Fall irgendwann mal mitlesen, aber ob das jetzt gleich im Mai ist, weiß ich nicht. Das zweite Buch, was ich rausgesucht habe, was ebenfalls am 22. Mai erscheint, heißt Er und Sie, eine Liebe in Paris. Und es ist eine Liebesgeschichte und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Es war einmal in Paris. Sie ist Schauspielerin, er ist Schriftsteller. Sie heißt Mia, er heißt Paul. Sie ist eine Engländerin aus London, er ist ein Amerikaner aus Los Angeles. Sie versteckt sich in Montmartre, er lebt in Marseille. Sie hat sehr viel Erfolg, er nicht wirklich. Mia ist sogar ein weltweit gefeierter Star, aber Paul hat noch nie von ihr gehört, weil er in seiner ganz eigenen Bücherwelt lebt. Beide fühlen sich einsam, bis sie sich eines Tages in einem kleinen Restaurant begegnen. Obwohl Paul sie zum Lachen bringt und er Mias Ungeschicklichkeit unwiderstehlich findet, wissen beide, dass sie sich nicht verlieben dürfen. Und ich finde, das klingt nach einer ganz, ganz süßen Liebesgeschichte. Und sie spielt in Frankreich, was ich auch mal sehr, sehr cool finde. Ich finde Frankreich ja so als Land der Liebenden schon sehr, sehr cool, auch wenn ich selber noch nicht dort war und auch die Sprache nicht wirklich mag. Aber ja, ich finde Frankreich als Setting schon sehr, sehr cool. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Ich finde, das klingt sehr, sehr süß. Und ja, wer auf Liebesgeschichten steht, sollte sich Er und Sie, verliebt in Paris, auf jeden Fall mal mit angucken. Es heißt nicht Verliebt in Paris, sondern Eine Liebe in Paris. Ich habe mir das mal wieder falsch gemerkt. Naja, kommen wir zum nächsten Buch und das heißt Pearl, Liebe macht sterblich und erscheint am 24. Mai. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Die ungestillte Sehnsucht nach Liebe macht sie unsterblich, aber alles, was sie will, ist endlich zu lieben. 200 Jahre habe ich die Liebe gesucht, wollte sie mehr als alles andere. Nie hat sie sich mir erbarmt. Ich habe noch nie geliebt, wurde noch nie geliebt. Pearl ist eine Suchende. Ihre Sehnsucht nach Liebe ist so groß, dass sie selbst im Tod keine Ruhe gefunden hat und zur Unsterblichkeit verdammt ist. Sie hat nur eine Möglichkeit, erlöst zu werden. Sie muss die wahre, aufrichtige Liebe erfahren. Aber der, den sie endlich lieben kann, stellt sich als ihr größter Feind heraus. Wird er ihre Gefühle erwidern und sie befreien, oder wird er ihr Schicksal auf ewig besiegeln? Unendlich romantisch und absolut spannend. Der neue fantastische Roman von Julie Hyland. Also ich finde, das klingt auch sehr, sehr cool und ich habe mir dieses Buch auch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und möchte es auf jeden Fall irgendwann natürlich auch nochmal mitlesen, aber naja, ihr kennt es ja. Sprechen wir nicht weiter drüber. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 24. Mai und ist ein Science-Fiction-Jugendthriller und heißt Einzig. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Stell dir vor, dein Leben dauert nur 365 Tage. Danach übernimmt jemand anders dein Leben, deine Clique, deine Freunde, alles, von dem du meinst, dass es einzig und allein dir gehört. Die 16-jährige Tiva scheint ein vollkommen normales Mädchen zu sein. Nicht einmal ihre beste Freundin Maddie oder ihr Freund Olli ahnen, dass sie nicht ist, was sie vorgibt zu sein. Dass Tiva sie anlügt an jedem einzelnen Tag. Dass sie nur eine von vielen ist. Zu Hause warten ein Dutzend jüngere Versionen von ihr, für immer und ewig 8, 9 oder 10 Jahre alt, weggesperrt, nachdem sie 365 Tage lang so getan haben, als würden sie ein ganz normales Leben leben. Tiva ist nicht bereit, ihre Freiheit und ihre Freunde aufzugeben, doch ihre Zeit läuft langsam ab. Nummer 17 wartet nur darauf, endlich an die Reihe zu kommen. Tiva beschließt, dass es ein Ende haben muss. Sie wird kämpfen, koste es, was es wolle. Und ich finde, das ist ein wirklich verdammt guter Ansatz für eine Geschichte, wenn da auf einmal 20 Millionen verschiedene Versionen von einem selbst rumspringen und ich frage mich echt, was da dahinter steckt und ja, finde dieses Buch klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und habe es mir deswegen auch mal mit aufgeschrieben. Die nächsten Bücher, die ich euch alle noch zeigen möchte, sind alles Fortsetzungen, deswegen werde ich dazu nichts weiter sagen. Ich spicke mal hier bei meinem schlauen Zettel ab. Fangen wir an mit dem ersten. Dieses Buch erscheint am 26. Mai und ist der zweite Teil von Tempting Love. Das ist die Gamble Brothers Reihe. Der erste Teil von Tempting Love hat mir hier absolut nicht gefallen. Das ist von Jennifer Armentrout, falls ich vergessen habe, das zu erwähnen. Es ist, glaube ich, das schlechteste Buch, was ich von Frau Armentrout hier gelesen habe. Ich werde mir den zweiten Teil trotzdem mal mit angucken, vielleicht mal in der Buchhandlung reinlesen. Und wenn er vom Ansatz her gut ist, nehme ich ihn bestimmt auch mit nach Hause. Aber ich weiß halt nicht, ob ich den zweiten Teil so dringend jetzt lesen möchte. Dann erscheint noch am 26. Mai der zweite Teil zu Kuss der Lüge, das Herz des Verräters heißt er. Ich möchte ja den ersten Teil endlich mal lesen. Aber da meine Arbeitskollegin sich immer noch nicht entschließen kann, ob sie dieses Buch nun wieder aussortieren möchte oder nicht und ich nicht weiß, kaufe ich es jetzt von ihr ab oder nicht, habe ich es nur noch nicht gekauft. Kollegin, komm aus dem Saft, falls du das hier siehst.
Ansonsten erscheint dann ebenfalls am 26. dritte Teil von Game Maker. Ich habe ja den ersten Teil von Game Maker gelesen und der war ja wirklich extrem russische Mafia und dann noch diese erotische Geschichte da drumherum mit diesem Sexclub und das war mir eindeutig zu viel am Ende. Das war einfach, das ging gar nicht. Niki hat aber gemeint, dass der zweite Teil viel besser ist. Ich habe den zweiten Teil von einer lieben Kollegin jetzt geschenkt bekommen. Und wenn der zweite Teil gut ist, werde ich mir den dritten auf jeden Fall auch nochmal mit angucken. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie mir der zweite Teil gefällt. Auf jeden Fall, wer von euch die Reihe kennt und mag, der dritte Teil, der kommt am 26. Mai. Dann ebenfalls am 26. Mai ein Buch, was ich mir definitiv auch wieder kaufen werde. Und zwar der dritte Teil von Mona Kastens Again-Reihe. Feel Again. Die ersten beiden Bände stehen hier hinten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Cover eingeblendet habe, ob ihr das überhaupt seht. Auf jeden Fall erscheint Feel Again auch am 26. Mai und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Gerade weil Trust Again mir doch sehr, sehr gut gefallen hat. Also Begin Again war mir ein bisschen zu viel kitschi-kitschi, aber Trust Again war da schon um einiges besser. Deswegen bin ich jetzt mal auf den dritten Teil gespannt. Und die letzten beiden Bücher, die ebenfalls am 26. Mai erscheinen, ist der vierte und letzte Teil der Heart-Reihe, Heart Love. Ich habe mir den ersten Teil ja jetzt gekauft und meine Kollegin sagt zu mir, warum hast du den gekauft? Ich habe die komplette Reihe zu Hause, ich hätte dir die geben können. Ich sage, gut, jetzt habe ich mir gekauft, ist halt jetzt so, ist ja jetzt nicht schlimm. Und mal gucken, wie mir der erste Teil gefällt. Ich bin ja schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und mal schauen. Auf jeden Fall für alle, die diese Reihe gelesen haben, der vierte Teil erscheint dann auch am 26. Mai. Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist der zweite Teil von Magnus Chase von Rick Riordan. Ich habe ja Percy Jackson gelesen von Rick Riordan. Es war ja eine Reihe, die mir so ganz gut gefallen hat, aber sie war jetzt nicht für mich so überragend und übertoll und das war es definitiv nicht. Aber ich habe eine Arbeitskollegin, die Rick Riordan total feiert und sie feiert die Cain-Chroniken und die Helden des Olymp und sie feiert auch Magnus Chase. Und für alle Magnus Chase-Fans da draußen, der zweite Teil erscheint am 26. Damit wären wir am Ende von meinen Neuerscheinungen für Mai. Wenn ihr noch Neuerscheinungen habt, die ich mir vielleicht unbedingt noch mit anschauen sollte, die im Mai mit rauskommen, schreibt mir diese gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.